Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SV Traktor Schlarlach nach dem heutigen Punktspiel zwischen unserer Traktormannschaft und der SG Schenkenhorst. Leider wurde die Partie nach ansprechender Leistung mit 1:2 verloren. Wir begrüßen zur kurzen Auswertung Sebastian Issy-Belitz und Sebastian Basti Klein. Erste Frage an Issy. Nach dem etwas schwer einzuschätzenden Spiel gegen Blau-Weiß Redl in der Vorwoche wartete heute der nächste schwere Brocken auf unsere Mannschaft. Wie verlief die Vorbereitung unter der Woche und wie gestaltete sich die personelle Situation für das Spiel heute? Ja, leider war die Vorbereitung unter der Woche nicht so besonders. Trainingsbeteiligung war eher mau. Personelle Besetzung war jetzt auch nicht die beste, aber dafür fand ich, haben alle einen super Job gemacht. Leider hat es für mich zielweise erreicht, obwohl Möglichkeiten da gewesen sind. Und wir hätten hier durchaus mindestens einen Punkt verdient gehabt. Basti? Nun startete die erste Halbzeit leider wieder mit einem frühen Gegentor. Du als Torhüter hast vielleicht den besten Überblick nach hinten. Wie bewertest du die erste Halbzeit und speziell das Verhalten bei den beiden Gegentreffern? Also, das frühe Gegentor ist immer scheiße, wenn man zurückliegt beim ersten Mal. Aber muss ich nur selber mir den Fehler dann eingestehen, wirklich zu langsam, nicht die Reaktion gehabt beim Runtergehen. Deswegen das Gegentor entstanden. Zweite Gegentor, leider auch sehr schlecht gemacht, wurde getunnelt von unserem Spieler und dann auch wieder zu spät gesehen leider. Und dann auch wieder zu lange Reaktion nicht da gewesen und dann das Gegentor bekommen. Erste Halbzeit, also muss wirklich sagen, beide Mannschaften waren auf Augenhöhe. Wirklich eigentlich jetzt mal wirklich ein Unentschieden wäre für beide. Der Gegner super gelaufen. Dafür würde ich sagen, erste Halbzeit, wir hatten unsere Chancen gehabt, aber leider halt eben nicht genutzt. Nun ging es in die Kabine, erneut mit dem Rückstand. Das kannte die Mannschaft ja schon aus der Vorwoche. Issy, was hat der Trainer mit auf den Weg gegeben für die zweite Halbzeit und wie warst du damit zufrieden, wie die Mannschaft das umgesetzt hat? Ja, wir sollten so weiterspielen. Wir haben ja auch eigentlich viel Druck nach vorne gemacht, haben halt die Chancen nicht genutzt. Und von daher war die Marschroute klar, weiter so zu spielen und haben ja auch personell nichts verändert. Leider blieben die Chancen ungenutzt. Ein bisschen mehr Schwung war erste Halbzeit, zweite Halbzeit war ein bisschen mehr gedämpft, aber Möglichkeiten waren. Wir wurden leider nicht belohnt dafür, für die Arbeit. Aber so ist Fußball. Nun ist Basti, ja, man muss schon sagen, der Fehlstart komplett. Vielleicht kommt mit dem Pokalspiel nächste Woche genau zur richtigen Zeit mal eine Abwechslung. Die heutige Auslosung ergab, dass Traktor bei der neu gegründeten Mannschaft der SG Geldo antreten soll. Basti, was erwartest du dir von dem Spiel? Was nehmen wir uns dafür vor? Und wie bereiten wir uns für die Partie vor? Also erstmal, das hat er neu gegründet, ist ein neuer Gegner so für uns, also kennt man nicht. Würde sagen, Pokalspiel würde sagen, sollte man als Testspiel sehen, uns darauf dann wirklich vorzubereiten und dann vielleicht doch dann das nächste Spiel dann gegen Wiesenburg dann da denen die Kraft zu danken, üben, damit wir dann in Wiesenburg dann unsere ersten drei Punkte dann einsagen können. Da würden wir uns auch alle drüber freuen. In diesem Sinne, vielen Dank an Issy und Basti für die kurzen Worte zur Analyse des Spiels. Und wir von außen wünschen allen dabei viel Erfolg. Ja.